Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1. Wir spielen hier ohne Gräben und immer noch auf der Standardkarte, nicht auf der Vierfachmap. Das liegt einfach daran, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die Vierfachkarte ohne Gräben noch gar nicht veröffentlicht ist. Also die Standard-Vierfachkarte, also die mit Gräben, die ist gerade veröffentlicht worden. Aber die ohne Gräben, auf der ich ja bevorzugt spiele oder immer spiele, die eben noch nicht. Und daher bin ich noch nicht umgestiegen, sondern spiele jetzt eben auf der Map hier noch. Und was wir noch eben machen wollen, bevor ich umziehe, also ich hoffe, dass ich Freitag die neuen Folgen dann auf der neuen Karte habe, aber den Rest der Woche werdet ihr euch noch mit der alten Karte hier begnügen müssen. Also mit der Standardkarte. Ja, wenn ich denn umziehe, dann möchte ich gerne vorher alle meine Felder abgeerntet haben. Und das, ja, dauert eben noch ein bisschen, weil ich habe sie angesät, so wie ich sie haben möchte. Und wenn wir die neue Karte anfangen, dann sind natürlich, habe ich erstmal keinen Einfluss darauf, was auf den Feldern wächst. Denke ich. Vielleicht liege ich da, unterliege ich da auch einem Irrglauben, aber ich meine, das hätte ich so wahrgenommen. So, und daher ernten wir jetzt hier erstmal die Felder ab. Wir haben, ich glaube, zwei oder drei Weizenfelder und der Rest ist Raps. Alles nicht so wild. Alles kein Hexenwerk. Aber es muss natürlich gemacht werden. Deshalb habe ich jetzt schon zwei Drescher auf anderen Feldern am Laufen. Auf Feld 1 und Feld 20. Und hier fange ich jetzt an direkt das nächste Feld abzuernten. Sodass wir dann. Ich möchte jetzt hier keinen Drescherverbund. So groß sind die Felder nicht. Und ob ich jetzt drei Drescher auf einem fahren lasse und das Feld für Feld, oder ob ich dann na, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin gerade etwas raus, ich konzentriere mich gerade auf ein paar Einstellungen. Am ersten Wegpunkt, und er soll den gerade anfahren, und dann kann ich ihn einen Abfahrer einstellen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, egal. Wenn ich jetzt einen Drescherverbund auf drei Feldern fahren lasse und oder auf einem Feld fahren lasse und dann von Feld zu Feld ziehe, dauert das, denke ich mal, genauso lange, weil die Fläche ist dieselbe, als wenn ich drei einzelne Drescher auf einzelnen Feldern fahren lasse. Ja. Wie dem auch sei. So, wir gucken mal. Den haben wir natürlich da stehen. Die fahren. Nicht so schlecht. Jetzt suchen wir uns noch einen Abfahrer. Na, den vielleicht nicht gerade. Den vielleicht auch nicht gerade. Aber wir haben doch noch irgendwo noch einen Deutz oder so. Ja, da haben wir ihn. Dann nehmen wir da den Kargos. Achso, ich muss überhaupt erstmal eben eines gucken. Auf den Feldern, wo ich jetzt gerade. Okay, Raps, alles klar. Nicht, dass ich da die Strohablage nicht eingeschaltet habe. Weil ich weiß zwar gar nicht, wohin mit dem ganzen Stroh, aber gebrauchen kann man es ja immer. Wie ich neulich schon sagte, getreu dem Motto, wieso liegt hier eigentlich Stroh? Raus hier. Ach, dann kann ich ja besser. Nee, Quatsch. Ach, ist auch egal. Ist auch egal. Etwas desorientiert, wie gesagt. Ich habe wenig Schlaf gekriegt die letzten Nächte. Musste nachts arbeiten, hatte Nachtschichten. Lange Nachtschichten. Und bin etwas
etwas auf, könnte man sagen. Etwas müde. So, aber die Drescher fahren alle, das ist doch. Ist doch cool. So, Feld 2. Silo. Ja, soll er machen. War das? Da war das? Nee. So, ich muss ihm hier erstmal sagen, dass er Drescher abtanken fährt. Da muss ich einen Drescher suchen. Nee. Ich glaube, das ist der. Elf Meter passt auch immer festgestellt, ne? So. Was? Deine Lexion ist schon fertig? Ja, der Hammer. So. Und der andere hat jetzt 18% Raps. Ich sehe ihn 0. Die Aufgabe erledigt. Ja, sehe ich ja so ähnlich. Fahrer entlassen. Auslöschen. Fenster zu, Klappe zu, Affe tot. Rohr ausfahren. Hey, sag mal. Was hast du vor? Aber nicht viel Raps hier. Muss man ja sagen. Oh, nee. Echt jetzt? Komm, einfach reinlassen. Das gibt's doch gar nicht. Die Zeit rennt. Das ist unfassbar. Also ich hätte mir eigentlich irgendwann mal zum Ziel gesetzt, mit 10 Millionen auf die neue Karte zu wechseln. Wenn man jetzt auf meinen Kontostand guckt, sieht man, dass wir schon 11,5 haben oder fast 11,5. Dann hatte ich mir irgendwann zum Ziel gesetzt, vielleicht 15 oder sogar 20 Millionen zu machen, was mit Sicherheit alles möglich wäre mit den ganzen Produkten und vor allem auch mit der ganzen Ernte, mit den Rohstoffen, die wir noch haben, wenn man dann das alles noch zu den Fabriken bringt und dann die Zeit mal richtig hochsetzt, also schnell laufen lässt, dann wäre das mit Sicherheit möglich. Aber es macht eigentlich ja gar keinen Sinn. Weil wir können die Werte oder können die Sachen ja alle mit übernehmen. Auf die nächste Karte. Daher ist das völlig egal. So. Wo habe ich den komischen? Da habe ich den Schneidwerkswagen abgestellt. So, dann geht's für uns nämlich jetzt Richtung Feld 4 bei der Brauerei. Dann wird das in Angriff genommen. Welches ja doch etwas. Ja, oder? Mache ich das mit einem Drescher nur? Ja, da fange ich mit einem Drescher an. Das mache ich mit einem Drescher. Und das andere macht jetzt, glaube ich, gerade keinen Sinn. Da haben wir nämlich auch noch Weizen. Der Weizen, der wird dann direkt zur Brauerei gebracht. Kann dann auch noch verarbeitet werden. Da stelle ich dann tatsächlich vielleicht sogar die Zeit hoch. Dann müssen wir mal gucken, wie es die Zeit denn zulässt. Also wie viel Zeit ich habe und wie viel Zeit wir haben und überhaupt. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir alle Felder abernten, die wir haben. Halt, das war ein Stück zu weit. Mann! Muss man den Vorwärtsgang einlegen, ne? So. Da haben wir's. Den könnte ich natürlich mal ausschalten.
müssen hier einfach nur gucken, dass wir hier alles vernünftig abgeerntet kriegen. Einer annehmbaren Zeit. Aber dafür haben wir ja drei Drescher. Ich könnte natürlich notfalls auch noch einen vierten kaufen und noch einen Abfahrer. Das ginge natürlich auch. Aber wollen wir das? Ich weiß es nicht, ob man das will. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nein, keine Angst, ich fahre die jetzt nicht alle einzeln dahin. Ich stelle den jetzt erstmal dahin, steige aus, laufe dann zu meinem Abfahrer, der da gerade fährt. Gerade vom Silo wiederkommt. Ich jetzt wahrscheinlich gerade frage, wo ist denn jetzt mein Drescher hin? Fahrer entlassen. Kurs löschen. Lassen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir noch einen Drescher kaufen soll. Bin da so ein bisschen unentschlossen. Ist dann auch nur wieder noch mehr Konfiguriererei. Und ich weiß nicht, ich glaube im Moment haben wir das eigentlich nicht nötig. Im Moment habe ich genug damit zu tun, diese drei Drescher zu koordinieren. Wobei wir natürlich dann zwei Drescher parallel fahren lassen könnten. Weil das dann wieder mit dem nachher dann mit dem Strom machen keinen Sinn macht. Ne? So, der fährt. So, warum auch immer der Abfahrer nicht fährt, hier vorne, kann ich nicht sagen. Da steht ein Drescher und wartet auf seinen Abfahrer. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ich am Feld angekommen bin. Nein, wobei, da kann ich auch jetzt eben gucken. Der fährt. Sehr schön. Der aber nicht. Aber man kann ja hier einen Abfahrer rufen. Abfahrer ist gerufen. Oder habe ich ihm einfach vergessen sagen, er soll. Wo war ich denn? Kreuz. Vergessen zu sagen, pass auf, du musst jetzt auch mal. Ja, kann ja nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Wenn man keinen Helfer einstellt, dann kann der auch nicht arbeiten. Ganz logisch. Kein Drescher in Reichweite? Doch, Drescher ist in Reichweite. Genau. Und hör auf, immer gegen diesen scheiß Baum da zu fahren. Das macht mich echt putzig. Und bevor ich da durchgesteppt bin, kann ich da auch hinlaufen. Und los geht's. Jawoll. Ob ich eine grüne Umweltplakette habe an dem Drescher? bei dem Feinstaub, der da kam? Ich weiß es nicht. Mensch, da hinten ist das Meer. Noch. Freitag nicht mehr. Freitag ist da Land. So schnell geht das mit der Landgewinnung. Hier an der Küste. Ah, ich muss dann bei dem Series 7 gleich nochmal gucken, warum der denn so langsam fährt. So, wir nehmen die Abkürzung. Ah, einmal den weiten Weg außenrum. So, und dieses Gespann bringe ich noch in Gang. Dann war es das für diese Folge auch schon wieder. Mein Gott, ey, die Zeit, die vergeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, bis Donnerstag alle Felder geerntet zu haben.
Da muss ich wahrscheinlich, ja, vielleicht wird es dann nicht von allem ein Let's Play geben. Ja, vielleicht mache ich die Folge bis Donnerstag und was dann noch nicht abgeerntet ist, das mache ich dann ohne Aufzeichnung. Dann lasse ich die einfach arbeiten, damit ihr dann am Freitag... Vielleicht mache ich dann auch Samstag erst den Umzug auf die neue Karte. Dann Samstag kommen ja auch gleich zwei Folgen. Das gibt mir auch noch ein bisschen Zeit, die Folgen dann zu produzieren. Ich muss ja auch den Umzug an sich bewerkstelligen, dass ich alle meine Daten rüberkriege und meine Fahrzeuge und... Also Fahrzeuge ist nicht das Problem, Geld ist auch nicht das Problem. Die Füllstände sind eben so eine Fizzle-Arbeit. Da, ja, nichts, was unmöglich ist, was einfach nur viel Fleiß erfordert. Und das müssen wir natürlich auch alles machen. So, dann kann hier nämlich auch, sobald hier dann der Weizen ist, kann dann auch die Produktion wieder starten. Also die Bierfassproduktion, weil momentan läuft nur die Bierkistenproduktion, weil wir Gerste da haben. Wir haben also genug, wir haben genug Gerste da, wir haben genug Hopfen da im Moment. Das nächste, was wir eben anbauen werden, ja, wir müssen dann erstmal sehen, was auf der Vierfach-Map für Früchte angesät sind. Die müssen wir abernten und dann müssen wir zusehen, dass wir hier Gerste wieder herkriegen und dass wir auch Hopfen herkriegen. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. Das schaue ich dann mal. So. Ach so. Aussteigen. Wo ist er? Da ist er. Den muss ich natürlich erstmal aus dem Follow-Mode rausnehmen. Okay, so. Schöner Drescher, muss ich sagen. Gefällt mir. Oh ja. Die Leitwerke habe ich mir so ein bisschen modifiziert. Weil die waren bei diesem Mod von Drescher, waren die Schneidwerke nämlich so, dass man sich dann entscheiden muss, ob ich jetzt zum Beispiel Raps ernten möchte oder ob ich irgendwas anderes ernten möchte, also ob ich Getreide ernten möchte. Und ich hatte aber keinen Bock mehr, also nicht wegen dem Geld, ich hatte einfach keine Lust, so viele Schneidwerke rumliegen zu lassen, deshalb habe ich mir das dann umgemoddet, sozusagen. Und dass ich alles damit dreschen kann. L4 dreschen. Fängt da oben an. Fährt da rum. Das sieht ja nicht so schlecht aus, oder? Dann eben noch, ja, ersten Punkt gerade anfahren. Ab dafür. So. Jetzt ihn hier. Erstmal dann fahren wir hinterher. Ich habe keine Fruchtzerstörung an, wie ihr wisst. Oder wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich habe das zwischendurch ja schon ein paar Mal erwähnt. Werde ich vielleicht auch nochmal einschalten. Aber Moment noch nicht. So. Und jetzt haben wir hier Feld 4. Brauereisilo. Das lassen wir erstmal für die erste Runde aus. Muss sowieso mal eben gucken, wo ist denn hier eigentlich Start- und Endpunkt. Okay. Ah, halt! Halt! Stroh! Stroh machen! Machen, Abfahrer entlassen, Abfahrer einstellen. Nein, nicht am ersten Wegpunkt. Nicht doof.
hier, wenn wir jetzt das hier echt alles hier Strom. Ich muss es ja nicht. Muss es ja nicht einholen. Ich kann es aber. Notfalls lasse ich es einfach liegen. Und dann ist es eben weg. Mache jetzt fürs Dreschen keinen Unterschied. Habe aber die Möglichkeit, wenn ich möchte. Nicht zu dicht auffahren, nicht, dass er schon anfängt, ja. Ich im Prinzip schon fast wieder im Follow Me hinterherfahren erstmal. So, hier auf dem Campingplatz ist auch nicht viel los, ne? Würde ich mal versuchen, ihn abzutanken, damit er dann da vernünftig unfallfrei vorbeikommt. Zu weit weg wieder. Ja, ich weiß. Nein, halt. Los, Tank ab. Tank ab, Tank ab, Tank ab, Tank ab, Tank ab, Tank ab. Ich fahre jetzt hier vor. Du tankst hoffentlich. Nein, du tankst nicht weiter ab. Ach Mann. Peinlich, oder? Wie ich hier fahre, was ich hier versuche. Leer, leer, leer. Ja, lange Folgen. Hatte ich schon angekündigt. Ist eben so. Aber das war es trotzdem jetzt für diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like. Oder mich abonnieren und noch mehr freut es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao.